So, hallo. Herzlich willkommen zurück zu meinem kleinen Blog Redaktion 42. Schön, dass du wieder da bist. Es wurde Zeit. Ich musste wirklich dringend updaten. Ich hatte ein iPad Mini 5, was dann doch schon in die Jahre gekommen ist. Jetzt ist das iPad Mini bei mir nicht das Standard-Produktionsgerät, sondern das liegt im Grunde neben dem Bett. Ich lese damit Zeitungen, ich schneide vielleicht ein bisschen Videos. Es ist ein Unterhaltungsgerät, es ist kein richtiges Produktionsgerät. Aber trotzdem ist es schon in die Jahre gekommen und es ist lahm geworden, wirklich lahm. Und jetzt war es in der Zeit, dass ich aufrüste. Ich habe mir jetzt das iPad Mini, ich glaube Generation 7 ist es geholt, A17 Pro. Ich habe mir die Wi-Fi-Variante geholt, weil das ist ja sowieso meistens nur im Hause hier genutzt und vielleicht ab und zu mal unterwegs, aber da mache ich über Tethering einen Hotspot am Smartphone auf. Und ich habe mir die 512 GB-Variante geholt und ich habe es in diesen Polar-Dings da in diesem Gold geholt. Und ich will euch das Ding jetzt mal zeigen. Ich weiß, da werden jetzt viele mal jammern und sagen, oh, das iPad Mini ist aber zu schwach ausgefallen, das hätte doch mehr. Ja, gebe ich recht, es hätte natürlich noch mehr sein können, aber es ist allemal besser als mein iPad, Nummer 5, Version 5, jetzt Version 7. Ich mache es mal auf. Es ist schön Apple-mäßig wie immer verpackt. Hier, so sieht das Ding von innen aus. Ich hole es mal raus. Der Umweltaspekt bei Apple ist ja mittlerweile ein ganz, ganz großer. Es ist kein Plastik mehr dabei. Schauen wir mal, was noch drin ist. Ich habe jetzt keinen Stift genommen, weil ich habe eigentlich einen Stift. Es ist nur noch ein USB-C-Kabel dabei. Apple hat hier auf USB-C umgestellt, schon länger, aber mein altes iPad Mini 5 war noch mit Lightning, aber Lightning habe ich im Grunde fast jetzt komplett aus meiner Produktion raus. Es ist auch kein Aufkleber mehr dabei, was mir ankotzt, weil das wäre mir wichtig gewesen. Bei all meinen Apple-Produkten war immer ein Aufkleber dabei. Der Apfel, der ist nicht mehr da. Wahrscheinlich wird Apple irgendwann mal diesen Apfel als Sonderedition rausbringen und teuer verkaufen, wie ich Apple kenne. Also, schauen wir mal an, wie sieht's aus. Es sieht aus wie vorher, die Kamera ist besser geworden, der Prozessor ist schneller geworden. Ja, es könnte noch viel, viel besser werden. Es sind noch viele Sachen dabei, die man machen könnte. Was mir, hier, so sieht's aus. Einschaltknopf. Hey, so sieht halt ein iPad Mini aus. Es ist genauso wie das andere. Der Größe. Allerdings mein Folio-Dings da passt nicht mehr. Das ist nicht mehr wohl magnetisch. Muss ich gucken, wie ich es mache. Ja. So sieht ein iPad Mini Generation 7 aus. Ein bisschen schneller. Nicht richtig schnell. Ich hätte gerne richtig fetten M4. Naja, gut. Träumen weiter. In diesem Sinne, einen schönen Tag und vielleicht gibt es ja noch ein paar iPad-Mini-Fans da draußen, weil ich finde die Idee dieses Tablets eigentlich sehr, sehr gut. Ich habe das Große, das ganz Große für die Augen, aber eben für unterwegs oder im Bett lesen ohne Brille, kann ich das nehmen. Wunderbar. In diesem Sinne, alles Gute. Ciao.